Neue Folge, neues Glück. Wir sind wieder zurück bei Let's Play SimCity. Ja, hier in unserer Mobbingstadt, die eigentlich mittlerweile total gut läuft, läuft es im Moment wieder gut, wollte ich sagen. Ja, eigentlich hatten wir das kleine Café nur errichtet, um Müllkräfte und all sowas darüber zu bauen, in die andere Stadt zu schicken. Hier wollten wir eine Universität errichten. Da sind wir jetzt auf dem besten Wege. Wir verdienen ja gut Geld. Nur irgendwie geht es hier um die Kranken. Das Gesundheitsdingen ist nicht so gut hier, obwohl wir 0 Tote pro Tag haben. Ja, die haben ja halt viele Krankheiten. Ich sehe gerade, wir müssten das mal drehen, oder? Spielen wir nicht sonst immer so? Wo ist denn unsere Autobahn? Moment, da haben wir eine Autobahn. Wie rum spiele ich denn sonst eigentlich immer? So müsste es richtig sein. Ah ja, jetzt kommt es mir wieder bekannt vor. Ich wollte mal gucken. Die kommen wahrscheinlich nicht überall hin, genau. Dann holen wir mal hier irgendwie noch ein paar Krankenwagen ran. Eigentlich wollten wir die Stadt ja hier mobben, aber elendig verkümmern lassen wollen wir sie ja auch nicht, ne? Ein Notfallzentrum. Nee, ist mir zu teuer. Ja, das muss jetzt erstmal gut sein. Vielleicht hat sich das dann gleich hier wieder. Aber das sage ich ja ganz gerne. Das wird sich schon wieder einpendeln, ne? So, hier drüben würde ich jetzt gerne nochmal eine Straße bauen. Hier einmal rüber. Genau, die Schienen ruhig mit connecten. Wunderbar. Nein, keine Straße bauen. Einmal den Winkel ändern. Ich mal sehe. Da hinten sind noch ziemlich große Gebiete. Gut, hier soll dann irgendwie auch die Uni noch mit hin. Hier oben haben wir noch keine Straße. Machen wir hier das nochmal glatt. Dann hätte ich gerne hier noch eine durch. Gar nicht so weit, bis hier. Und das Viertel hier trennen wir auch nochmal. Ist auch relativ linear hier wieder alles. Hier noch eine rüber. Und dann weisen wir hier gleich nochmal Wohngebiete aus. Mehr Leute, mehr Geld. Schneller eine Uni. Ich weiß gar nicht genau, was die jetzt gekostet hatte. Ich glaube, 40.000, kann das sein? Schauen wir gleich nochmal. Das war jetzt alles, ne? Hier habe ich Parks hingestellt. Oh, vielleicht kann da ja noch eine kleine Hütte hin. Schauen wir mal. Und ansonsten, ja, hier ist ziemlich viel Platz. Vielleicht bauen wir da die Uni hin. Jetzt gucken wir erstmal, was die kostet. 88.000. Wie gehabt, habe ich hier vergessen, schneller zu stellen. Was ja jetzt auch nicht so schlimm ist, wie ich finde. Können wir denn schon einen Kredit abbezahlen? Nee. Das hätten wir vielleicht mal wieder machen sollen, aber naja. Gut, Steuern sind relativ hoch. Können wir mal gucken, ob hier irgendwas los ist. Regnet. Hier demonstrieren die Leute. Da gucken wir doch gleich mal, was hier los ist. Können wir den hier mal erstmal zumachen. Jetzt sind sie weg. Alle nach Hause gegangen oder was? Huhu. Keiner mehr da. Na gut. Hat sich das auch erledigt. Wie sieht denn unsere Zufriedenheit momentan aus? Hier das Gewerbegebiet wird immer unfröhlicher. Wir haben zu wenig Kunden. Was riecht hier so? Die Industrie gibt an, ihre Fabriken weiter vergrößern zu wollen. Ja, ihr habt zu wenig Kunden. Ich habe doch aber hier ordentlich Einwohner. Wo war denn unser Industriegebiet? Oben rechts, ne? Ja, ich weiß nicht, kommen die hier nicht hin oder was? Nachfrage haben wir auch keine. Können die mir sagen, warum die sich nicht vergrößern wollen? Uns geht es hervorragend. Uns geht es gut. Schule besucht. Oh, 6 Leute meine in der Schule. Gut, es wird gerade Tag. Da kommen vielleicht noch ein paar. Na, jetzt sind sie hier. Sympathie. Kopfzerbrechen, Kriminalität. Wir haben zu wenig Kunden. Ich weiß nicht, wollen wir hier vielleicht noch einen kleinen Bahnhof errichten oder was? Oder wie machen wir das am besten? Gucken wir mal, was kostet der Bahnhof? 40.000, das ist immer alles so teuer. Wir haben doch kein Geld. Ach, hier drüben ist unsere andere Stadt. Ach, guck an, das ist ja auch cool gemacht. Wenn ich jetzt vielleicht hier einen Bahnhof hinstelle, der könnte doch dann direkt hier zu dem rüberfahren.
Und das probieren wir einfach mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wir können ihn hier irgendwo hinbauen. Weil die Straße da stört. Gut, wir nehmen die Straße hier weg. Machen wir mal so. Und dann... Und dann... Bauen wir hier einen Bahnhof ran. Jetzt versuchen wir... den noch zu connecten. Klappt. So, und jetzt kommen vielleicht mehr Kunden. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest. Bildung ist nicht so gut. Was hat er? Die Klassenzimmer sind voll. Na gut, das war zu erwarten. Da können wir ja schnell Abhilfe verschaffen. Ach nee, wir haben gerade unser ganzes Geld ausgegeben. Na, gucken wir mal, was so ein Klassenzimmer kostet. 10.000. Das haben wir nicht. Wir haben doch kein Geld. Ja, weiß ich nicht. Dann müssen sie sich irgendwie Privatunterricht geben gegenseitig oder was. Warum baut er hier nicht weiter? Im Bau. Gut, das wissen wir also auch nicht. Der Brandschutzbeauftragte hat noch ein Anliegen. Meine Freunde und ich wollen gerne eine Feuerwerkshow. Das gibt 50.000. Komm, die machen wir. Die sollen Feuerwerk machen. Ja, ich denke, die große Polizei, sag ich schon, Feuerwache. Hier 4 Garagen, das werden die schon hinbekommen. Brennen uns hier bald ein paar Gebäude ab. Das sieht ja generell alles nicht so gut aus. Ach, von der Zombie-Attacke, die... Da haben wir die ganzen Häuser leer. Na, dann wollen wir das doch mal alles planieren. Oh, 76 Trümmer. Stimmt, wir hatten ja in der letzten Folge... habe ich ja die Zombies in die Stadt geholt. Naja, gut. Dann würde ich sagen... ist das mein Verschulden? Das erklärt natürlich auch, warum wir nicht so viele Kunden haben, wenn hier überall nur Bruchbuden stehen. Will doch keiner her hier kommen. Da will doch keiner her hier kommen. So, wo haben wir denn hier noch? Hier. Ich dachte immer so, das wäre gar nicht so gravierend, diese Zombie-Attacke. Aber na gut. Doch noch was dazugelernt. Trotz vieler Spielstunden. Oh, alles weg hier. Langsam müssten wir das ja mal hier... Dann... Ach, du hast wieder wer eingezogen. Ja, ich glaube, es geht schneller, wenn wir die abreißen, als wenn wir warten, dass da Leute einziehen. Glauben heißt nicht wissen, ich weiß, aber wir lassen es jetzt einfach mal drauf ankommen. Also, macht das Spaß, hier so ein paar Butzen abzureißen. So. 5 noch. Ja, hier gut so eins. Hat es ein bisschen gebrannt. Novois Rest. Da. Und das wird wahrscheinlich genau wie in der Feuerwerkshow sein, aber das war ja zu erwarten. Das müsste es dann hiermit gewesen sein. Was ist hier so los? Wir würden gern wieder in die Schule gehen. Und die Kriminalität ist wahrscheinlich auf dem Vormarsch. Mehr Streifenwagen. Später. Da kümmern wir uns ja noch drum. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir machen wollten. Wir vor allen Dingen, was ich machen wollte. Wir jetzt erstmal 50.000 kassieren. Jetzt haben wir fast das Geld für die Uni. Krankenhaus läuft immer noch nicht gut. Immer noch 0 Tote am Tag. 46 von 101 pro Tag. Ich kann es gar nicht lesen. Versorgte, verletzte Sims. Ach so. Gut, das ist wirklich nicht so viel. Ich würde sagen, komm, wir geben jetzt einfach nochmal das Geld aus. Wir brauchen hier oben nochmal eine kleine Klinik hin. Hier sind die meisten Kranken. Die kriegen hier eine kleine Klinik. Vielleicht können wir hier gleich noch was anbauen. Na, 10.000. Gut, dann ist unser Geld jetzt wieder weg. Aber das geht ja wieder recht schnell, dass das wieder da ist. Ein Patientenzimmer hätte ich gerne auch noch mit drin. So, wunderbar. Vielleicht löst ja das dann endlich dieses Gesundheitsproblem. Wenn uns die Leute wegsterben, haben wir auch nichts gewonnen. Können wir zumindest kein Geld mitmachen. So, was ist hier los? Ach so, der möchte hier gerne das Großprojekt. Ich sag jetzt einfach mal, mache ich. Und kriegen wir nochmal 1.000er dafür dann später. Was wollen wir mit einem 1.000er?
Weg damit. So, ich hoffe, das mit der Gesundheit regelt sich jetzt. Ansonsten läuft es ja jetzt eigentlich. Jetzt würde ich gerne mal gucken. Sieht man hier irgendwie mal einen Zug fahren? Eher nicht so, ne? Bei der Arbeit. Da kommt ein Zug. Und da ist er wieder weg. Die Leute sind aber wieder glücklicher, ne? Hier Gewerbegebiet. Die freuen sich wieder. Das steigt wieder. Das ist doch schön. Das hat in der Stadt hat das besser geklappt, ne? Da haben die uns die ganze Zeit gemocht, die Leute. Und wir konnten uns ausbauen ohne Ende. Der wird sich wieder... Nee. Wir müssen an die Zukunft denken. Hier, der gibt uns sogar 5000 dafür. Immer mal mache ich sagen. Was ist hier noch los? Nö. Eine Kulturstätte. Nein, möchten wir auch nicht. So. Ich hoffe, das ist Mobbing genug für die Leute, wenn ich denen hier keine Gefallen tue. 41.000 haben wir wieder. Ja, die Bevölkerung könnte mal wieder wachsen. Ein bisschen schneller. Aber irgendwie tut sie es nicht. Jetzt können wir nochmal gerade gucken, hier wegen den verbrannten Gebäuden, wegen dem Feuerwerk. Dann hat sich das nämlich auch erledigt. Feuerwehrleute aus Stadt helfen freiwillig. Ja, und das Gesundheitsding, das kriege ich ja nicht in den Griff, wa? Nicht so wirklich, ne? Ja, du möchtest hier irgendwie eine Schule wahrscheinlich. Bildungsniveau heben. Allgemeine Hochschule, alles klar. Das machen wir auch noch. Jetzt setzen wir hier gerade nochmal ein Klassenzimmer an. Hier hinten ruhig 10.000. Zack. Und da habe ich wieder zack gesagt. Zack. So, jetzt passen hier ein paar mehr Leute rein. Er hat noch eine kleine Info für uns. Ja, mache ich. Haben wir gemacht. Muss ich vielleicht noch eins machen? Oder vielleicht wird das gleich grün. Auf jeden Fall würde ich mich dann wieder verabschieden für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und einen guten Tag. Guten Tag. Schönen Tag. Tschüss.